verliert die Scheibe. Möglichkeit. Und dann 1:0 für die Rapperswil Jona Lakers. Derek Walser, der Kanadier, mit seinem 9. Saisontor. Dann Reto Suri. Josh Holden, Robbie Earl und Tor. Da macht er den Treffer, Robbie Earl, der ehemalige Spieler der Lakers, mit seinem 14. Tor für den EV Zug. 7 hat er Anfangssaison für den heutigen Gegner für die Lakers erzielt. Jetzt aber 1:1 zugunsten des EV Zug. Adrian Wichser. Jetzt Tor. Sehr gut gespielt von Adrian Wichser. Und es ist dann Samuel Friedli, der zum 2:1 trifft. 9. Saisontreffer für Friedli. Benjamin Neukomm. Tor. 3:1. Ja, so einfach darf er da nicht durch die Verteidigung fahren können, Benjamin Neukomm. Irgendwie ist der EV Zug heute Abend überhaupt nicht bereit. Wieder die Lakers. Schmutz und Tor, 4:1. Und wieder eine Einzelaktion, wieder umkurft er hier die Zuger Verteidiger. Reto Suri. Lüthi. Tor. Alatalo jetzt geschossen. Und ja, da ist der Stock noch dazwischen von Reto Suri. Abpraller Tor. 5:2 Fehler von Michael Tobler im Tor des EV Zug. Und das ist Antonio Rizzello mit dem 5. Saisontor. Persson. Zwar noch ganz knapp. Zweimal heißt der Sieger Tobler. Und dann die Scheibe im Tor. Matthias Rossi trifft zum 6:2 für die Lakers. Earl. Und Tor. Da stand er ziemlich frei. Rob Schremp, der Amerikaner, mit seinem 10. Saisontreffer. Hier der Pass. Und dann fällt die Scheibe vor die Schaufel des Amerikaners. 6:3. Alatalo. Ablenker Tor. 6:4. Jawohl, hier. Mit dem Schlittschuh abgelenkt. 6:4. Scholten jetzt also mit 6 Feldspielern. Versuchen hier noch den 5. Treffer zu erzielen. Josh Holden. Wo ist die Scheibe im Tor? 6:5. Wenn das Tor zählen würde, bliebe dem EV Zug noch 1:04. Hier das Tor. Ich sehe nichts Unkorrektes. Also, das Tor zählt. Die Rapperswil Jona Lakers, sie gewinnen diese Partie dann doch noch mit 6:5.